So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, zum nächsten, naja, Meilenstein. Mindtest Version 0.2.2. Das hier bitte ignorieren. Das war damals eine Dev-Version. Also die originale Version hieß 0.2. Und die Version war aus dem Jahre 2011, im Juli, also im 31. Juli 2011. Ne? Und an dem Tag die dritte Version. Keine Ahnung. Genau. Also offiziell quasi Version 0.2. Ich persönlich nenne sie gerne Version 0.2.2, weil es einfach hier, ne, die Schreibweise, Irreführung und so. Deswegen nenne ich sie persönlich 0.2.2. In Wirklichkeit heißt sie keine Ahnung was. Vielleicht steht das sogar in der README-Datei. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, ja, die Version hatte schon einiges mehr. Numero uno. Man konnte sie tatsächlich unter Linux kompilieren, weil die Datei eine richtige Makefile und auf CMake basierend gearbeitet hat. Das heißt, es war auch nicht nur auf der Plattform lauffähig, in der du es erstellt hast, sondern tatsächlich unter vielen Plattformen kompilierbar. So, nächstes, es gab damals schon sowas wie Sprachen. Da will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil ich nicht weiß, ob das schon funktioniert hat damals. Ansonsten, auch hier wieder das gleiche wie früher. Es gab nur eine Welt. Die Struktur der Welt wurde ein bisschen umgeändert. Man sieht schon, damals hieß der Ordner einfach nur Sectors. Jetzt Sectors Version 2. Wer auch bei der alten Version aufgepasst hat, die Ordner hatten 8 Zeichen lange Namen. Hier haben die nur noch 4 Zeichen lange Namen. Pardon, 3 Zeichen. Wegen, weil ist halt so. Also, das wurde ein bisschen optimiert. Aber immer noch dateibasiert. So, ansonsten hat sich eher nicht so viel unter der Haube ge. Nee, also. Oberflächlich hat sich nicht so viel geändert, aber unter der Haube hat sich ein bisschen was geändert. Man kann zum Beispiel, wenn man in den Datenordner reinguckt, sieht man schon, es kamen ein paar Sachen dazu. Zum einen gab es ab jetzt Monster. Und wo ist der andere, dieser Dungeon Master? Den gab es damals, glaube ich, auch schon. Etwa doch nicht? Ja gut, dann halt doch nicht. Ja, auf jeden Fall gab es halt ab da Monster und Neon Cats. Ab jetzt ist Mindtest offiziell Mindtest. Genau. Es gab damals auch schon Gleise, ja, aber ohne Funktion. Das heißt, es gab noch keine Loren. Man konnte zwar Gleise verlegen, aber man hatte nichts, was darauf irgendwie fahren kann. War also rein optischer Natur. Und man hatte sogar schon Skybox. Yay! Ansonsten hat sich so eher wenig getan. Es gab immer noch nur Stahl- und Steinwerkzeuge und natürlich Holzwerkzeuge, klar. Und auch sonst hat sich nicht viel geändert, aber doch schon ein bisschen was. Wir gucken einfach mal rein. So. 0.2.2011, von mir auch liebevoll genannt 0.2.2. Man sieht schon, das Menü ist jetzt ein bisschen umfangreicher. Man hat hier unten einen richtigen, naja, Header nicht, Header ist ja oben, eine richtige Fußzeile mit der schönen Grafik. Man hat jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal ein Passwortfeld. Ansonsten aber halt nur Name und Adresse. Hier galt wieder genau das wie bei der anderen Version. Wenn man lokal spielen wollte, musste man einfach die Adresse leer lassen. Dann war das Spiel lokal. Ansonsten gab es halt jetzt nicht nur den Creative Mode, sondern es wurde auch Damage hinzugefügt. Heißt also, man hatte ab jetzt Herzen, die man verlieren konnte. Zum Beispiel, wenn du irgendwo runtergefallen bist oder aber, wenn dich so ein Typi hier angegriffen hat. Genau. Ansonsten gab es auch erste Spieleoptionen, die man hier direkt im Menü ändern konnte.
Und zwar Fancy Trees. Das war meines Erachtens nach für die Blätter, damit die Blätter transparent waren. Also, damit die Blätter quasi nicht nur ein Block waren, wo man nicht durchgucken konnte, sondern man konnte dazwischen die Blätter. Können wir mal ausprobieren. Und Smooth Lightning. Können wir beides mal ausprobieren, indem wir einfach mal ein Spiel starten ohne die Option. Bam. Ja, man merkt, damals die Spiele waren sehr instabil. Ich erstelle ein bisschen mal einen neuen Spieler. Ja, wie man sieht, man kann es nicht lesen. Also, man muss die Sachen, um sie lesen zu können, entweder mit dem Auge sehr nah rangehen. Dann sieht man hier immer noch gar nichts, aber man sieht hier zum Beispiel eine 30.000, weil die grau geschrieben ist. Aber der Name ist halt weiß geschrieben und weiß auf weiß erkennst du so gut wie gar nichts. Also, wenn ich ganz nah rangehe, erkenne ich es sogar ein bisschen. Ja, auf jeden Fall heißt sie nicht mehr Walker, sondern Ronix. So, genau. Oder starten wir einfach mal das Spiel. So, ja, damals gab es jetzt auch Zeit, die mitgespeichert wurde. Das heißt, ab jetzt wollte ich das Spiel, ist ja die Map, die ich auch lokal benutze. Ich weiß aber nicht, ob es damals schon Befehle gab, die Uhrzeit verändern. Ja, gab es schon. Okay. So, wichtig für Befehle. Sieht man überhaupt, was man schreibt? Ne, man sieht nicht, was man schreibt. So. Befehle wie solch ein Befehl gab es noch nicht. Das heißt, hups, ich habe da eine 7 geschrieben. Ne? Man kennt ja Strich-Strich für Befehl und Zeit. Damals war es ein bisschen anders. Damals war Serverbefehle, also Befehle, die für den Server gegolten haben, hatten nicht nur einen Strich-Strich, sondern einen Strich-Strich und dahinter eine Raute. Also ungefähr so. Strich-Strich, Raute, dann Time und dann erst die Uhrzeit. Damit hat man die Zeit verstellt. So. Ansonsten wieder so ähnlich wie auch, ne, bei der Version 0.0.1. Bäume waren komplett interaktivlos. Das heißt, man hat einfach Holz abgebaut. Und dann ist aber, soweit ich weiß, nichts passiert. Die Blätter blieben einfach da. Das heißt auch wieder wie bei der vorigen Version 0.0.1. Muss man die Blätter manuell abbauen. Und man hat auch nur Blätter bekommen. Keine Saplings, kein nichts, kein gar nichts. Aber, wobei ich da jetzt aufpassen muss, dass ich nicht lüge, ich weiß nicht, ob es bei der Version schon Äpfel gab. Ich sehe hier gerade keine Äpfelbäume, daher gehe ich einfach mal davon aus, dass es damals noch keine Äpfel gab. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil so musstest du halt, um zu überleben, Ratten finden. Weil Ratten halt das Einzige war, was für dich Nahrung gebracht hat. Und du brauchtest ja Nahrung, weil unten links sieht man, wir haben jetzt wie gesagt Herzen. Und diese Herzen können auch sinken, wenn man nicht aufpasst. Und man von einem Monster überrascht wird. Die es ja seit jetzt auch gibt. So, das heißt, wir klauen einfach mal ein paar Blätter. Ja, das mit dem heller werden war damals noch sehr, sehr stufenhaft. Es gab, glaube ich, irgendwie drei Abstu also vier Abstufungen. Entweder was komplett dunkel, leicht hell, dann nochmal heller und dann komplett hell. Also so, dass es Stück für Stück heller wurde, gab es damals noch nicht. So, genau. Jetzt haben wir hier, ne, ein bisschen Bomben abgebaut. Jetzt können wir hier auch wieder unser erstes Häuschen bauen. Bei dem Bauen von Stein gilt auch wieder, Cobblestone gibt es nicht. Das heißt, das, was du baust, bekommst du auch. Wobei, das ist eine Lüge. Das ist Cobblestone. Gab es hier schon Stein? Also richtigen Stein? Nee, ne? Doch, das ist schon Cobblestone. Ja, okay. Also es gibt auch schon Cobblestone. Genau. Und es gibt auch Öfen. Tada, man kann endlich Öfen bauen. Yay! Das heißt, wir brauchen das hier. Die Steuerung hier im Menü ist 1 zu 1 die gleiche. So, ab jetzt können wir also irgendwo einen Ofen hinstellen. Und dann können wir die Ratte. Achso, wir haben noch gar keine Ratte. Wir haben noch nichts zu essen. Oh mein Gott. Genau. Also, wir brauchen irgendwo eine Ratte. Da können wir die da reinschmeißen mit ein bisschen Kohle.
Und dann haben wir damit eine geröstete Ratte. Aha, da haben wir doch eine. Ja, also Ratten gab es damals tatsächlich relativ viele. Wenn man irgendwo an einem Fleck war, da hinten schon die nächste, Ratten wuseln hier rum wie verrückt. Also man findet immer Ratten. Man kann also in dieser Version eigentlich nicht verhungern. Es ist physisch gar nicht möglich zu verhungern. Sobald so manchmal sowieso nur Schaden bekommen hat, wenn man wirklich unterirdisch war und ein Monster war. Ansonsten hatte man ja in dem Sinne kaum irgendwas, wo man Schaden bekam. Gut, okay, außer man ist jetzt runtergefallen irgendwo. Kann auch sein. So hier zum Beispiel. Sieht mir sehr gefährlich aus. Ja, die damaligen Versionen, die hatten auch, man merkt das schon, mein Rechner hält die ganze Zeit ein bisschen auf und das Spiel verändert auch die Sichtweite andauernd. Das Problem damals war, die Spiele waren noch ein bisschen sehr, ich sag jetzt mal, komisch programmiert. Und zwar war das so, das Spiel hat versucht, deine FPS immer möglichst hoch zu halten. Das heißt, du hattest eine bestimmte Sichtweite und wenn deine Framerate sehr hoch war, hat das Spiel versucht, diese Sichtweite zu erhöhen, weil es dachte, okay, dein Rechner ist leistungsstark genug dafür, du kannst ein bisschen mehr sehen, weil du hast sowieso FPS von over 9000. Das Problem war dabei, beim Sichtweiten erhöhen wurden neue Teile generiert, die wurden in den Grafikspeicher geladen und bei dem Laden kam es dann zu kleinen Stocker, das heißt, deine Framerate ging wieder runter und dann hat das Spiel gesagt, oh mein Gott, die Framerate geht runter, ich entferne die Blöcke wieder. Dann wurden die Blöcke natürlich entfernt. Das Spiel dachte, oh mein Gott, du hast wieder über 9000 Bilder pro Sekunde, also kann ich wieder mehr laden. Bei dem Wiederladen hat es wieder kurz gestockert, dabei ging die Framerate runter, also wieder und das immer hin und her. Und deswegen hatte man bei den damaligen Spielen immer diese Flackererscheinungen und zweitens das, dass die Welt immer weiter generiert wurde, dann wieder zurückgebaut, dann wieder generiert, dann zurückgebaut und so weiter und so fort. Ja, das war damals halt so. Muss man damit leben? Genau. So, wir wollen Kohle, aber ich sehe keine Kohle. Ich mache mal hier ein bisschen Speed. Ja, Speed gab es damals auch schon. Und man sieht hier auch am Straßenrand Kakteen. Yay, es gibt erste, naja, Pflanzen. Aber Kakteen waren damals komplett useless. Man konnte mit den Kakteen nichts machen, also wirklich gar nichts. Man konnte sie einfach nur abbauen und irgendwo anders wieder hinbauen. Das war's. Ob sie manuell nachgewachsen sind, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall konntest du selber halt mit den Kakteen nichts machen. Keine grüne Farbe gewinnen. Weiß nicht, du konntest halt ein Iglo draus bauen. Aus Kakteen. Wenn es jemand gefallen hat, bitte. Warum nicht? Schwupps. Hallo? Schwupps. So. Brauchen immer noch Kohle. Gibt es irgendwo mal einen Berg? Machen wir meine Sichtweite ein bisschen höher. Wie auch immer das geht. Plus und Minus scheint nicht zu funktionieren. Wir laufen einfach mal hier in die Richtung. Aha. Hier haben wir zumindest schon ein bisschen Gestein. Vielleicht finden wir hier auch Kohle. Sieht aber nicht so aus. Wir wurden verarscht. Mal wieder. Oh, eine Ratte. Wobei das mit dem extremen Flackern jetzt während der Aufnahme auch daran liegt, dass ich natürlich, wie gesagt, aufnehme. Und damit die CPU auch ganz schön ausgelastet ist und dieser Effekt, den ich gerade beschrieben habe, natürlich noch mehr zum Tragen kommt. Also wenn man wirklich das normal spielt und im Hintergrund nichts laufen hat, dann ist das Spiel auch relativ flüssig. Also jetzt bitte kein falsches Bild davon bekommen, dass die Version läuft schon relativ gut. Man konnte zwar in-game nicht viel machen, einfach weil es noch nicht viel gab, aber die Version lief tatsächlich schon relativ gut. Das muss man doch einfach mal so sagen. So, Gravel gab es damals auch schon. Da oben sehe ich Kohle, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Kann ich auf die Bäume raufspringen irgendwie taktvoll oder so? Nee, ne? Ach, hier ist auch Kohle. Ah, sehr schön. Ja, sowas ging damals. Wenn man gebaut hat
hat er den Timer teilweise nicht zurückgesetzt. Und damit konnte man, wenn man den Fokus verloren hat und wieder hingekommen ist, quasi weiter abbauen. Ja. Und was damals auch ging, dieser sogenannte Doppelsprung. Gut, in der Version gab es den noch nicht. Aber in späteren Versionen wird man das sehen. Man konnte mit einem gewissen Trick gleich zwei Blöcke mit einmal hochspringen. Das war sogar noch bis MyTest Version 0.4.16, glaube ich, möglich. Also ab der Version 0.4.17 wurde es dann, glaube ich, entfernt. Aber bis 4.16 gab es diesen Trick noch. So, auch hier sieht man wieder, der Map-Gen ist nicht ganz so fehlerfrei, wie er sein sollte. So, wir haben jetzt mittlerweile genug Kohle. Übrigens, by the way, damals gab es zwar nur Kohle und Eisen, aber dafür gab es das in Übermaß. Also, sobald du eine etwas größere Höhle gefunden hattest, hattest du so arsch viel Eisen, dass du auch gar nichts anderes mehr brauchtest. Nicht runterfahren, bitte. Wo ist jetzt mein Häuschen? Das müsste da hinten irgendwo sein. Aua, ich habe Schaden genommen. Oh mein Gott. Unser erster Schaden. Da wird es ja umso wichtiger, dass wir jetzt was backen können. Und wo ist denn mein Ofen? Ach da. So. Jetzt haben wir ein paar Ratten. Und ein bisschen Kohle. Und mit dieser Kohle können wir jetzt... Yeah, gebratene Ratten. Was gibt's Besseres auf dem Markt? Die kurze Antwort ist nichts. Mal gucken, ob man das backen kann. Garantiert nicht. Nein. Aber man konnte halt schon Stein backen. Das ging halt damals schon. So, wie gesagt, Äpfel und so gab es nicht. Das heißt, die einzige Nahrungsquelle waren damals tatsächlich Ratten. Kein Problem. Wir haben jetzt mittlerweile 4. So, dann essen wir mal eine. Rechtsklick geht nicht, Linksklick geht nicht. Warum geht das nicht? Mache ich hier gerade was falsch? Ich kann die gar nicht essen. Warum kann ich sie nicht essen? Okay. Scheinbar ging das damals doch noch nicht. Hä? Warum konnte man Ratten backen, wenn man die noch nicht essen konnte? Vor allem, warum gab es Leben, wenn man das nicht regenerieren konnte? Ja gut, okay. Nehmen wir einfach mal so hin. Ja. Okay. Ja, wie man sieht, ansonsten konnte man halt noch nichts machen. Es gab keine Blumen, es gab kein Gras, es gab, wie gesagt, keine Äpfel. Bei den Bäumen konnte man halt daraus wieder Holz machen. Aus dem Holz konnte man wieder Werkzeuge bauen. Ansonsten gab es auch da nicht allzu viel mehr. Es gab halt auch Kisten. Das heißt, das Spiel war relativ rudimentär, noch relativ einfach gehalten. Was es damals aber halt schon gab, das hat man gesehen im Menü. Smooth Lightning. Das probieren wir einfach mal aus. Da haben wir jetzt... Wow. Echte Schatten. Und keine blöckigen Schatten mehr, wie bei der vorherigen Version oder gerade eben. Und was noch hinzukam, war denn... Fancy Blätter. Tada! Transparente Blätter. Oh mein Gott, mir geht mein Arsch auf. Genau. Ja, und mehr gab es dann halt damals auch nicht. Ansonsten Texture Pack, Mods oder andere Subgames, genauso wie bei der Version davor, gab es alles noch nichts. Es gab keine anderen Spiele, es gab keine Mods. Es war alles fest im Spiel drinne integriert. Und Texture Packs hat man wieder genauso wie davor. Man hat da halt den Ordner mit den Texturen. Und wenn man halt ein Texture Pack installieren wollte, hat man quasi einfach diese Texturen überschrieben. Also hat sich da auch noch nicht so viel geändert. In der nächsten Version, 0.3.1, tatsächlich auch noch nicht. Auch da ist es noch so ähnlich. Aber das sehen wir dann gleich in der nächsten Folge. Also für euch dann morgen. In dem Sinne, schau mit V.